Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog mit meinen Hunden im Hintergrund. Und wie ich ja eben schon in meiner Verabschiedung im letzten Vlog gesagt habe, haben die ihr Futter wieder nicht gegessen. Ne? Ich mache jetzt hauptsächlich Trockenfutter mit so einem ganz bisschen Reis und Ei habe ich reingemacht, aber hauptsächlich Trockenfutter. Die fressen das nicht. Was ich nachher versuchen werde, ist, dass ich es mal nicht nass mache. Ich mache das immer ein bisschen nass. Vielleicht essen sie es, wenn es trocken ist. Ich habe keine Ahnung. Also ich musste das heute Morgen wegschütten, ne? Was ich gestern Abend reingemacht habe. Und da war zwar nicht viel, aber ich weiß auch nicht, wer das gegessen hat. Vielleicht haben die es ja heute Morgen schon gegessen, haben deswegen keinen Hunger. Oder es waren Ratten dran oder so. Ich habe keine Ahnung. Naja, jedenfalls begrüße ich euch heute ganz herzlich. Heute ist Donnerstag und wie ihr seht, es ist ein bisschen besser das Wetter als in den letzten Tagen, obwohl es heute Nacht vorgestern. Es hat geregnet. Ich hoffe mal, dass es so schön wird wie gestern. Da hat es ja auch morgens geregnet. Ich glaube, es hat auch da in der Nacht geregnet und morgens hat es schon wieder aufgehört. Irgendwie so war es. Wenn es wie gestern wird, wird es schön. Ansonsten haben wir ja wieder Regen angesagt bekommen, aber ich hoffe nicht mehr. Das Wetter ist relativ mild, also es ist nicht so kalt, wie ihr seht. Ich habe einen Pullover an und da friert man auch nicht. Aber ich mache mir wieder Sorgen um die Hunde, die nicht mehr fressen. Ich gehe als erstes heute Morgen oder nachher ein Hühnchen kaufen und dann koche ich denen wieder schön ihr gewohntes Essen, damit die auch schön wachsen. Inshallah. Ja, gibt mir da wieder neuer Futter. Was soll denn das? Ja, du Aufpascha. Die essen. Tja, verstehe ich nicht, ne? Naja, gut. Ich habe Frühstück gemacht. Hunde sind jetzt hier in Auge. Der ist schon wieder größer geworden, der Maschallah. Ja. Ich sage ja jeden Morgen, wenn ich hier rausgucke, da ist der Hund größer, Maschallah. Ich bin dabei, Frühstück für uns zu machen. Ich habe schon Kaffee getrunken und ein Milchbrötchen gegessen, muss ich sagen. Aber ich habe meinen Mann jetzt aufgeweckt, weil die wollen ja arbeiten heute. Das Wetter ist inzwischen regnerisch. Also es regnet inzwischen. Und es scheint auch so, als würde es gleich richtig anfangen zu plattern. Ja, wie immer, hoch, ihr seht ja gar nichts. So ein bisschen was habe ich hier vorbereitet. Habe wieder Käse gebraten mit Eiern. Dann haben wir wieder diesen Fadenkäse. Und ich habe zwei Toast gemacht mit Käse und mit Butter. Das würde er dann gleich essen. Ich habe aber die Maschine schon mal ausgemacht, weil er noch mal rübergegangen ist zu unserem Gärtner, um mit ihm einmal zu besprechen, was wir heute an Arbeiten erledigen werden. Ja, Gurken habe ich aufgeschnitten und jetzt bin ich dabei, sonst dann die Wäsche zu sortieren, hier ein bisschen aufzuräumen, weil wir machen hier immer abends Chaos und da bin ich gerade so ein bisschen dabei, das zu beseitigen. Habt ihr Lust, könnt ihr zugucken, bis mein Mann kommt. Genau. Die besprechen sich jetzt gerade da unten. Die Hunde sind ganz erfreut. Beide Schwanzwedel dabei. Pascha ein bisschen skeptischer. Ja. So. Das ist meine Jacke für die Gebete. Nehme ich mal eben mit rüber gleich hier in Sicherheit. Die Jacke von meinem Mann. Die kann eigentlich auch mal hier immer bleiben, weil er die immer anzieht und wieder auszieht. Die Handtücher brauche ich nicht mehr, weil die Waschmaschine hat mein Mann ja gemacht. Aber ich bin so froh, dass ich nicht Archie gerufen habe, ne? Weil es ist schon doof, wenn du die Leute rufst und das gar nicht deren Aufgabe ist. Aber ich habe mir das schon gedacht, also irgendwas, entweder ist es der eine oder der andere Wasser, das war jetzt der andere, der nichts mit der Maschine zu tun hat. Wahrscheinlich ist das für doppelte Wasseranschlüsse, wenn man, es gibt ja Waschmaschinen, die einen warmen Wasseranschluss haben und einen Kaltwasseranschluss. Ich denke mal, das ist das. Also jetzt kommt er, jetzt muss ich mal eben gucken, was, jetzt will er frühstücken wahrscheinlich. Er wollte nur den Schlüssel haben für den unteren Bereich. So. Ui. Mal alles wegbringen. Und noch ein Handtuch. Nee, das ist noch das gleiche. Ich will da hin. Tja, da bin ich ja mal gespannt. Ich denke mal, er geht jetzt
mit aufs Dach, um mal diese Warmwasseranlage anzuschauen, die wir vielleicht ja abkaufen werden. Ich weiß es nicht, schauen wir mal. Weil das mit dem warmen Wasser ist ein richtiges Problem. Weil mein Mann ist ein Duscher, der etwas länger duscht und das reicht ja nicht. Ne? Du bist in der Dusche und du machst dich einmal nass, schamponierst dich ein und hast gerade noch Zeit, das Shampoo wieder abzuduschen. Und das ist schon ziemlich knapp. Und wenn es dann zwei Leute sind, die duschen, und das machen wir duschen beide morgens, jeden Morgen. Also ich ja jetzt nicht, dusche mal abends, aber manchmal ja auch mittags mal und er auch nachmittags. Und wenn wir duschen morgens, dann ist es dann, wenn wir dann beide mal morgens duschen, dann reicht das nicht. Ne? Also wenn wir hintereinander duschen, das wollte ich sagen, dann ist das Wasser alle. Ne? Der eine, der dann hinter dem zweiten duscht, der duscht kalt oder nur noch lauwarm. Und mein Mann duscht, wie gesagt, eh länger. Also das ist schon echt ein Problem. Jetzt will ich mir nicht vorstellen, was wäre, wenn man mehrere Leute hat hier im Winter, was ja sein kann, wenn meine Tochter kommen möchte. Mal schauen. Also das würde dann tatsächlich vielleicht ein bisschen schwierig werden. Also da müssen wir uns mal überlegen, ob wir also das geht ihm gerade richtig auf die Nerven mit dem Wasser. Aber gut, man kann nicht alles haben, ne? Irgendwo ist immer irgendwas im Argen. Naja, jetzt frühstücken wir erstmal. Ich habe die Scheiße eingesammelt von den Hunden. Mein Mann war auch entsetzt, wie oft die kacken. Ja, ist halt so, ne? Jedes Mal, wenn die gegessen haben, gehen sie einmal auf Toilette sozusagen. Und wenn man das dreimal am Tag hochrechnet und zwischendurch noch ab und zu mal, da kommt da eine Menge zusammen. Ich habe gestern Abend gesammelt. So viel war das gar nicht, aber ja, naja, gut. Das Spritzen mögen sie nicht. Wie ihr seht, verstecken die sich in der Ecke. Ja, unser Gärtner wollte Bretter holen, ist noch nicht wieder da und wir sind jetzt noch so ein bisschen unentschlossen, was wir machen. Ja, das Wetter ist jetzt auch wirklich nicht so einladend zum Arbeiten, könnte jeden Moment anfangen zu regnen, aber naja, mal schauen. Im Moment spritzt da alles sauber, weil die Hunde haben hier wieder, ich glaube, die haben hier Pipi wieder gemacht, hier vorne an der Seite. Außerdem hat er den Kram von gestern weggespritzt, was er da... ja, er hat ja, mit dem Ding da, mit diesem Heißgerät da, hat er ja zusammen geschweißt. Und dann kam da ja so ein bisschen Schweiß, nein, kam da so ein bisschen Metall, geschmolzenes Metall mit runter, das wollte er weg. Und dann macht er gleich überall so, aber kennt er, gleich wird er überall mit dem Schieber alles wegmachen, wie ich ihn kenne. Ja, und ich werde mal meine Klamotten, aber nee, das trocknen. Die stinken, ihr glaubt es nicht nach Hund, ne? Naja, jedenfalls bin ich nochmal gespannt, was wir heute machen. Heute ist, wie gesagt, Donnerstag. Ich habe hier alles abgewaschen, einmal alles durchgewischt. War schon wieder alles voll Brotkrümel. Keine Ahnung, wir haben das Ding und trotzdem ist unter dem Sessel Brot. Keine Ahnung, wie wir das immer abends hinkriegen. Jetzt mache ich nochmal so die letzten Reste hier weg, lege die Teppiche wieder hin. Shorts habe ich einige gedreht, die muss ich hochladen. Ich habe auch noch überhaupt gar keinen Vlog online, das muss ich unbedingt noch machen. Und geschnitten habe ich schon, ja, alles auch schon hochgeladen, bis auf den letzten Teil. Den habe ich heute Morgen geschnitten, der ist noch nicht hoch, aber ich muss ihn noch einstellen auf YouTube, das dauert auch immer.
Ja, das habe ich noch nicht geschafft, weil der Gärtner heute Morgen früh auf dem Dach wurde, habe ich meinen Mann geweckt, dass er hochgeht. Aber das Ding zur Info, es hat ein Loch, ne? Und mein Mann hat gesagt, egal, wir finden schon irgendwo irgendwann ein neues. Also das hat wohl ein Loch und dann wollten die das nicht. Naja, gut, kann man nicht ändern, ne? Genau, also ich werde jetzt mich einmal wieder umziehen, die Teppiche hin tun und die Shorts als erstes dann einstellen, die ich eben gedreht habe. So viel erstmal dazu. Es müsste so 11:30 sein, denke ich, oder 11 irgendwie so. So, wir haben jetzt Holz. Unser Gärtner hat Holz gebracht. Bin ich mal gespannt. Es regnet. Leider. Ich esse die Dinger hier wieder. Wir haben uns eben mal hingesetzt. Ich habe die Videos geschnitten. Mein Mann hat, während er auf den Gärtner gewartet hat, Tee getrunken und Cracker gegessen. Und jetzt sind die Hölzer da. Bin gespannt, wie das für das Dach, ne? Wir wollen ja das Dach machen für das Hundehaus. Ja, aber bei Regen ein bisschen schlecht. Er überlegt, wie er das macht. Wir wussten noch nicht ganz genau. Bin sehr gespannt. Das Auto von unserem Lieferanten, von den Bauhausmenschen. Oh, mal gucken, ne? Mein Mann fährt mit, glaube ich. Wo auch immer die jetzt hinfahren, keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es noch mehr Holz. Oh nee, das ist ein Shitwetter, ne? Mal den Short an. Ich habe eben Shorts gedreht von unserem, von dem Essen. Die Vögel waren da nämlich dran. Das hat Bonchuk gesehen, dass die Vögel jetzt deren Essen, was die heute Morgen nicht gefressen haben, dass die sich da dran sozusagen gütlich tun. Und jetzt, das fand Bonchuk nun überhaupt nicht gut. Er hat sie weggejagt. Und Pascha hat sich gedacht, okay, wenn sie isst, dann esse ich auch. Und wir essen das jetzt am besten einmal auf, dann ist es weg. Ja, so begeistert sind die da nicht. Ne? Ich weiß aber, na, ich muss Hähnchen kaufen. Ne? Aber bei dem Ring gehe ich jetzt auch nicht einkaufen. Was ist das denn? Ach, das Ohr von Pontuit. Was holt der denn da raus? Irgendeinen schwarzen Lappen? Naja, schön aufessen bitte. Geht alles im Müll sonst. Ja. Ja, es war ein bisschen nass geworden, aber steht ja jetzt auch erst 2 Stunden. Das wird nicht so schlimm sein, sollen sie mal aufessen. War nur ein bisschen Reis und ein Trockenfutter, was natürlich jetzt nass ist. Und Ei, genau, Ei habe ich auch reingemacht heute Morgen. 2 Eier. Die haben die nicht gegessen, ne? Solche Schlinge. Naja, aber die Vögel fanden das toll. Die haben sich gefreut. Oh, guckt euch mal an, wie das riecht, ne? Oh, richtig furchtbar. Tja, naja, so ist das. Okay, im Dennis nasse Mucke. Taştı mı acaba? Dalgalar mı var yok?
Ja. Sind wieder überall diese Blumenkohlblumen. Blumenkohl?
Aber was hast du schon mal da? Das ist schon lange, Miki. Das ist schon, das ist schon lange, Miki. Ich bin der Elbe. Yağmur yağdı ya ya. Allah Allah. Hiç durmadı yani hiç. Chile gut, dass du bis selber war, der hat zu lernen, sag mal. Den heide deit. Sena la yu khamart. Ama war, Almanya da war, hala. Maza. Pahalik. Hatırlıyor musun gittik o yatakları sorduk şöyle. Kalın yataklardan var mı diye bağırdı. Vardı ya güzel yatak da. Pahalı.